Hallo allerseits und herzlich willkommen, oder sollte ich besser sagen, hi! Ich möchte euch heute von Peter Benchley, Der weiße Hai, vorstellen. Ehrlich gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich euch dieses Buch vorstellen würde, was vor allem daran liegen dürfte, dass ich bis vor kurzem nicht mal wusste, dass es ein Buch dazu gibt. Erschienen sind die Filme ja in, also der Film, es ist ja glaube ich nur einer, ich glaube 74 oder 75. Meine Ausgabe muss ähnlich alt sein, weil hier hinten drauf steht, die Verfilmung dieser Geschichte, die in Amerika einen noch größeren Erfolg hatte als Der Pate und Der Exorzist, ist auch schon in Deutschland angelaufen. Klingt für mich nach, das Buch ist ungefähr zeitgleich mit dem Film verlegt worden, wie viele Auflage auch immer. Übersetzung steht also unten. In der Infobox im Original heißt das Buch Jaws. Darauf bin ich tatsächlich auch erst gekommen, als ich in Stranger Things ein Plakat gesehen habe. Und mir dachte so, hä, sieht voll aus wie das Plakat von Der weiße Hai. Aber da stand halt Jaws, weil es ja eine englische, beziehungsweise englischsprachige Serie ist. Und dann habe ich das rausgefunden und dachte so, Naja, auf jeden Fall, dieses Buch stammt aus dem Büchertauschschrank. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass diese Ausgabe so wirklich, wirklich alt ist. Ja, der Grundplot ist, glaube ich, bekannt. Wir haben einen super friedvollen Ort irgendwo in den USA. Plötzlich kommt ein Hai und er frisst Menschen. Was machen wir? Ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, also der Plot des Buchs ist jetzt erwartungsgemäß natürlich nicht so ausgefeilt. Ich glaube, der primäre Grund, warum man das Buch liest, ist, weil man lesen will, wie diese Menschen verspeist werden. Alle, die das gerne ein bisschen visueller hätten, werden sehr zufrieden mit dem Buch sein, weil das teilweise doch sehr deutlich beschrieben wird, wie die Menschen da gerade schnabuliert werden. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass das Buch teilweise, also in einigen wenigen Szenen, auch aus der Perspektive des Hais geschrieben ist. Fand ich super cool, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und eine weitere Sache, die ich nicht erwartet habe, sind die Sexszenen in diesem Buch. Also ich hatte ja, wie gesagt, nicht wirklich eine Ahnung. Also ich habe den Film nicht geguckt und ich wusste halt nur, es geht irgendwie um so ein Hai, der auftaucht und offensichtlich Menschen frisst. So. Ja, aber eine Person in diesem Buch hatte eine Affäre mit einer anderen Person. Ja gut, zu einer Affäre gehören immer mindestens zwei, klar. Und die Sexszenen werden sehr, sehr deutlich auch beschrieben. Also ungefähr so deutlich, wie die Hai-frisst-Mensch-Szenen. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich fand die ehrlich gesagt so ein bisschen cringy. Aber gut, große Charaktertiefe oder so wird man hier jetzt so wie, also ähnlich in dem Buch finden. Das war jedenfalls so mein Eindruck. Und ich versuche, das Buch im Kontext seiner Zeit zu sehen und so weiter. Aber also man muss wirklich sagen, es gibt keine Charakterentwicklung. Die meisten Leute sprechen sehr, sehr ähnlich. Ja, und ich weiß nicht. Also es gab mehrere Figuren, die ich einfach die ganze Zeit durcheinander gebracht habe, obwohl sie unterschiedliche Namen haben. Und ich konnte die ganze Zeit nicht auseinanderhalten. Und das war dann für mich so eine Person, weil das so wenig unterscheidbar war, wer da jetzt gerade irgendwie was will und sagt. Plus, dadurch, dass ja irgendwie sehr oft die Nachnamen verwendet werden als Ansprache, dann aber wieder manchmal die Vornamen, muss ich mir auch immer merken, so welcher Vorname gehört zu welchem Nachnamen. Und das fand ich irgendwie manchmal ein bisschen verwirrend. Anyway, wir haben natürlich den moralischen Konflikt, dass der örtliche Polizeichef sagt, lass mal die Strände sperren, damit nicht noch mehr Menschen gefressen werden. Und andere Leute sagen, nee, das ist schlecht fürs Geschäft, lass die Strände offen. Wir müssen das Risiko eingehen. Aber wahrscheinlich ist der Hai eh nicht mehr da. Doch, der Hai ist immer noch da. Ja, und so werden halt immer weiter Menschen gefressen. Ich habe mich auch manchmal so ein bisschen gefragt, Peter Benchley, wie oft hast du in deinem Leben schon mal mit Frauen geredet? Weil, also, wenn ich schon sage, die Personen haben keine Persönlichkeit oder haben eine sehr undifferenzierte Persönlichkeit, dann geht das für die paar weiblichen Personen, die es in dem Buch gibt, umso mehr. Also, das ist, außer, dass sie sich für, also es gibt, glaube ich, nur zwei Frauen, die auftauchen, die tatsächlich irgendwie eine Funktion haben. Und das eine ist die Ehefrau des Protagonisten, die dann halt diese Affäre hat. Was jetzt auch nicht so mega der Spoiler ist, weil ich habe euch eh schon gesagt, es gibt eine Affäre und es gibt den Hai, so. Und außer, dass sie gerade sehr unzufrieden in ihrer Ehe ist, beschäftigt die sich mit sonst nichts im Leben, so, und dass sie halt eigentlich deutlich unter ihrem Stand geheiratet hat und damit immer noch struggelt, so. Und die andere Frau, die irgendwie vorkommt, ist die Frau von so einem eher machtfokussierten Menschen, um das mal so zu sagen. Und also, so wie die beschrieben wird, würde man das Sprichwort, die Redewendung, dumm wie Bohnenstroh nehmen. So, also da passiert einfach intellektuell nichts.
wie über Frauen gesprochen wird, fügt sich da auch ganz gut rein. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass auf die schwarze Community des Ortes irgendwie explizit immer mal wieder eingegangen wird. Und da gab es auch eine Szene, die dann beschrieben wird, in der ein schwarzer Junge zu seinem Vater sagt so, kann es passieren, dass der Hai mich auffrisst? Und dann sagt irgendwie der Vater nein. Und dann fragt der Junge, frisst der Hai keine Schwarzen? So, und also da klingt ja schon mal ein bisschen was mit, so an Überlegungen, an Gesellschaftskritik. Es wird halt auch am Rande erwähnt, dass die schwarze Community vielleicht halt nochmal andere und tiefere Struggles hat als die weiße Community des Ortes. Und das hat mich tatsächlich total überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Mit den Sexszenen, wie gesagt, auch nicht. Ja, alles in allem, also keine Ahnung, ob ich das Buch vor 50 Jahren anders bewertet hätte. Oh mein Gott, dieses Buch ist doppelt so alt wie ich. Das ist ein bisschen gruselig. Streng genommen ist es sogar ein kleines bisschen älter als das. Wie ich es damals gefunden hätte, wahrscheinlich hätte ich diese Sexszenen sehr skandalös gefunden. Aus heutiger Sicht war es ganz unterhaltsam, das zu lesen. Von mir aus hätten auch noch 2, 3 Menschen mehr gefressen werden können. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben keinen Haien begegnen werde. Aber was auch noch interessant ist, der Autor des Buches hat schon in den frühen 2000ern, also so 30 Jahre, 25 Jahre nach Erscheinen des Buches gesagt, dass er das Buch nicht mehr so schreiben würde, weil dadurch Menschen noch mehr Angst vor Haien bekommen haben und die mehr so als böse, menschenfressende Killer sehen. Und hat dann auch angefangen, sich im Meeresschutz zu engagieren, was ich super cool finde. Ja, also es ist unterhaltsam. Es ist eine leichte Lektüre, man darf jetzt nicht zu viel Tiefgang erwarten. Dadurch, dass die Übersetzung halt aus den 70ern ist, ich nehme jedenfalls an, dass das Buch so alt ist, ist es teilweise sehr unterhaltsam, auch das nochmal zu lesen, weil das Gesprochene deutlich, also viel, viel gestochener klingt, als ich mir vorstellen kann, dass zu dem Zeitpunkt geredet wurde. Vor allem auch, weil selbst wenn so, ich sag mal, die Dinge hingenuschelt werden und man weiß, das ist jetzt in Alltagssprache und nicht in Person X redet mit dem Chef oder so, also nicht so etwas förmlicher, dann klingt es halt trotzdem so ein bisschen geschraubt. Und also ich fand es sehr, sehr amüsant. Alles in allem silberne Bücherengel. Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe ein bisschen Unterhaltung bekommen. Es hatte 1, 2 Überraschungen. Es ließ sich ganz gut lesen. Was ich auch noch ganz witzig fand. Meine Meinung zum Buch habe ich ja jetzt gesagt. Es gibt eine Person in dem Buch, da kommt dann raus, dass die Person anscheinend lesbisch ist. Und dann steht da, und das finde ich nochmal ganz, ganz interessant, so einfach zu sehen, wie wurde es da formuliert. Person XY, sie ist eine Schwule. Sie ist eine waschechte Lesbierin. Und abgesehen davon, dass ich diesen alten Begriff Lesbierin sowieso total komisch finde, also ich finde ihn irgendwie ulkig, liebe ich, dass da halt auch steht, eine Schwule, also quasi eine schwule Frau. Und weil das würde man ja so heute gar nicht mehr sagen, sondern man würde sagen direkt lesbisch und nicht. Aber vielleicht ist das halt auch der englischen Übersetzung geschuldet, ich weiß es nicht, weil homosexual man and homosexual women da ja deutlich sinniger ist, sage ich jetzt mal, als schwule Männer und schwule Frauen im Deutschen. Wobei die korrekte Übersetzung ja homosexuell wäre. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall so ein weiteres Beispiel für ulkige Sprache aus heutiger Sicht in dem Buch. Das wollte ich noch mit euch geteilt haben. Ja, kann man machen. Vielleicht werde ich mir mal den Film bei Gelegenheit angucken. Lasst mich super gerne wissen, ob ihr den gesehen habt, ob ihr das Buch gesehen habt oder überhaupt wusstet, dass es das gibt. Und in dem Sinne, bleibt fit, munter und gesund, lasst euch nicht fressen und bis dann.